Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Wir sind hier stehen geblieben, mitten auf der Platte über den Slums. Und heute wollen wir weitermachen. Ich glaube, wir kamen im letzten Part von hier unten. Ich habe jetzt wieder eine kleine Pause gemacht. Und wir gucken jetzt mal hier oben, ob wir zum einen Weg zur Materia finden, die dort ist, auf der unteren Ebene. Und auch zum Ziel, wo wir auch hin wollen, logischerweise. Dieses ganzen Ortes hier. Wir sind ja auf dem Weg weiterhin zu Reaktor 5 und ja, das ist der Plan. Mal gucken, wie lang dieses Gebiet hier noch gehen wird, ich weiß es nicht. Ich mach das. Und ich fand es bisher auch ein bisschen verwirrend teilweise. Ah, guck mal, da sind die ersten Gegner, die einschläfern können. Cool. Das freut mich doch. Das freut mich doch richtig doll. So, kann ich mal langsam irgendwie hier, dankeschön, jemanden aufwecken. Genau deswegen habe ich im letzten Part noch Wachmacher gekauft. Oh, toll. Das wird uncool. Mach mal. Bekomme ich Tifa noch irgendwie wieder halbwegs lebend? Gegenstände, Supertrank, Tifa, let's go. Bitteschön, okay, sehr schön. Jetzt bin ich vergiftet oder was ist das? Ich glaube ja, oder? Ich habe die ganzen Rados-Symbole für Rados-Veränderungen noch nicht so ganz drauf. Okay, Tifa hat auch irgendwas. Was hat sie? Okay, schlafen wieder scheinbar. Okay, ist mir aber egal, ehrlich gesagt. So, wir analysieren den Gegner einmal ganz kurz. So. Der... Aber man kann ja beide analysieren, das ist ja praktisch. Okay, cool. Ich bin schwer vergiftet scheinbar. Können die mal aufhören mit der dämlichen Vergiftung die ganze Zeit? Das wäre voll praktisch. So, und Barrett, mach mal ganz kurz einen Heiltrank auf Cloud. So. Bam. Oh ne, diesen Gastriten oder wie auch immer da hieß, habe ich ja schon vorher mal analysiert, glaube ich. Deswegen konnte ich den jetzt hier direkt analysieren. So, von da, dort kam ich, oder? Genau, ja. So, hier oben haben wir nichts weiter. Keine Shinra-Kisten oder so ein Kram oder normale Kisten. Gut, machen wir weiter. Nach hier drüben. Okay. Sind wir bei G7 scheinbar. Oder G07, wie auch immer. Da geht's nach oben. Hier sind noch ein paar von diesen ekligen Eiern. Oder was auch immer das darstellen soll, ihr wisst. Okay, alles klar. Immer schön die Augen offen halten, ob wir hier irgendwo eine Schatztruhe oder so ein Kram finden. Aber hier scheint nichts zu sein. Gut. Da ist die Sonne, die wir ausgemacht haben. Das sind dann die Dinger, die die Slums beleuchten. Deswegen nennen die Bewohner... Seht mal, vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Ja, Barrett hat scheinbar so ein bisschen Höhenangst. Jedenfalls nennen die Bewohner von... Ich hab keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne. Nicht runtergucken. Na, jetzt hab ich runtergeguckt. Der Arme. Ja, deswegen nennen die Bewohner der Slums die ja Sonnen, diese komischen Maschinen. Junge, Junge! Bei dem Dröhnen wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht. Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet. Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf. Ja. Mir nach, Leute. Ich finde es auch gut, dass sie ein bisschen lauter reden. Ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Dass sie jetzt auch hier lauter reden, weil es halt mega die Turbine hier im Hintergrund ist. Die mega laut ist. Deswegen reden die halt automatisch ein bisschen lauter. Oh Gott, jetzt müssen wir ja auf das Rohr drauf. Das könnte spannend werden. Schön hier festhalten an der Seite oder auch nicht. Da am Lüftungsschacht. Ist das etwa? Oh! Hey, leck mich nicht ab, Mann! Ich muss schließlich nach vorne gucken. Noch eine Materia. Im Lüftungsschacht. Ja, wie bekommt man die? Ich möchte die haben, weil das scheint eine Beschwörungsmateria zu sein. Puh,
Wie zum Geier bekommt man die? Wir haben es heil auf die andere Seite geschafft. Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Hm. Glaube ich hier aufs Wort Barrett. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man die bekommen soll. Bestimmt geht das irgendwie. Ich bin zu dumm dafür oder so. Keine Ahnung. Ach Mann. Ich hoffe, ich bekomme die noch irgendwie Materia, die uns jetzt hier noch fehlen. Okay, jetzt sind wir da, wo wir hin sollen gleich. Nach G kommt H, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt halt nichts verpasst, aber da konnte man ja nichts machen, irgendwie, um da hinzukommen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ich habe so ein bisschen die... Ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man die gar nicht verpassen kann, die Materia. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Okay. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen, sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tch. Wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Wohl wahr. Gut, gibt's hier irgendwas Cooles? Nö. Wobei, ein paar Wachmacher nehme ich mal mit, würde ich sagen. Ah, oder auch nicht. Ich hätte halt voll gerne noch ein paar mehr Supertränke, aber die gibt's hier scheinbar nicht. Bloß normale Heiltränke. Naja, besser als nichts, würde ich sagen. Aber brauche ich Heilung? Ja, komm, ich mach's mal vor allem wegen Tifa. Einmal ganz kurz ein bisschen aufheilen hier, warum nicht? Und dann geht's gleich sofort weiter. Zwei Nebenstories noch offen. Bei denen wir irgendwie an die Materia kommen müssen. Gute Frage, wie? Okay, mal sehen, bloß ist ein Weg Nee, da drüben geht es noch irgendwas, warte mal. Was haben wir jetzt hier? Scheinbar etwas, das ich nicht benutzen. Oh doch. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Wir müssen wohl erst die Strahler ausmachen. Okay. Alles klar. Das heißt, wir müssen erst die Strahler ausmachen, um auch darüber zu kommen. I see. Gut, was haben wir hier Schönes? Irgendwelche Items oder so ein Kram. Darüber geht's wohl auch erst, wenn wir die Strahler aus haben, oder? Warnung, ja. Stromversorgung und so weiter. Erst müssen wir die Strahler ausmachen. Ist gut. Ich hab's kapiert. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Okay. Dann haben wir hier ein paar Kisten, wo nichts drin ist. Was? Was ist das für ein Geräusch? Iu. Wo sind die Eier schon wieder? Okay, hier geht es scheinbar auch nicht weiter. Alles klar. Das heißt, ab nach hier oben. Da sind die Gegner, guck mal. Die haben ja spontan die Eier weitergebaut scheinbar irgendwie, keine Ahnung. Bam! Nice. Verrecke! Hör mal dein Schutzschild auf, es nervt.
Und Schock. Ja, schön. Ja. Easy, würde ich sagen. Easy. Okay, was haben wir jetzt hier für Wege? Wir können jetzt einmal nach da und den Strahler ausmachen. Was ist hier vorne noch? Hier geht es nicht weiter, oder was? Scheinbar. Okay, I see. Kann man hier was betätigen? Hier, oder? Warnung, Stromversorgung ausmachen, sollte es gehen. Okay. Dann machen wir das mal, würde ich sagen. Da, der Schalter. Na dann, Licht aus. Hier ist nichts weiter. Und hier drüben? Eine Truhe. Sehr schön. Mit einer Phönixfeder. Okay. Also halten wieder. Was ja mega sinnvoll ist und so. Warum muss man da halten? Ich verstehe es nicht. Die Szene, wo so ein Strahler ausgeht, haben sie auch mal im Trailer gezeigt. Und ich verstehe eigentlich nicht warum. Weil das ist keine beeindruckende Szene oder so. Das wäre Strahler Nummer 1. Ja. Es sind noch die beiden Strahler da. Achtung. Abwehrsystem hochgefahren. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Hoffe ich doch mal, dass das so easy klappen wird. Wo ist denn der? Da oben. Okay, die kriegt noch Parrot hin, scheinbar. Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. Oder auch nicht. Dann übernimm. Es geht los. Roger, ich übernehme. Aua. Auf die Zwei. Und tschüss. Eine Dusche wäre jetzt nicht. Nein, das kann ja heiter werden. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. So mitten auf der Mission. Oh ja, mal duschen wäre jetzt nicht schlecht. Why not tiefer, why not? Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Also nachher drüben geht nicht weiter, ja? Nee. Aha, man kann auch weiter. Bringt das einem was? I see, okay. Was haben wir da drüben Schönes? Ich schätze mal, hier ist bloß Bonusbereich, oder? Ih, voll die Schnurrakisten in, was auch immer eingewickelten Spinnenweben-Zeugs halt. Eine schöne Kiste, wundervoll. Turbo-Ether mal 2. Emma mal 1, ich kann nicht lesen, sehr schön. Okay. Ja, das ist doch ganz nett. Wir müssen vorausschauend denken, überlegen, wo wir ankommen. So schwer ist es nicht, Barrett. So viel muss man da nicht überlegen, ganz ehrlich. Einfach nur ein bisschen das dämliche Ding hier schieben und gut ist. Toll! Muss unser Glückstag sein! Ja, natürlich. Richtig viel Glück, dass ich das richtig geschoben habe. Wo ist der nächste Strahler? Ja, besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Ja. Wohl wahr. Warte mal. Denken die sicher auch? Was ist das denn für ein Vieh? Hippocamp, aha. Interessant. Eis ist wirksam, okay. Aua. Ah, sind die Gegner, I see. Ich erkenne das im Original wieder. Und tschüss. Feuer frei.
Feuer frei. Aua. Nichts überstürzt. Überlass das mir. Okay, so schwer sind die Kämpfe jetzt auch nicht. Was macht Tifa kaputt hier? Pass mal auf, Tifa, dass du nicht alles umschmeißt. Sagte er, während er Dinge umschmiss. Ich will nur mal ganz kurz zurück. Lass mir ganz kurz was nachgucken. Ist jetzt schon genug Strom da, um hier unten die Dinger zu aktivieren? Nee, oder? Ich will es mal ganz kurz testen. Oh! Die sind auch wieder da. Cool. Nimm das! Okay. Ihr seid hoffentlich kein allzu großes Problem. Ich bin bereit. Sehr schön. Hier so am Boden sind, kann ich wenigstens nochmal treffen. Im Gegensatz zu den Dingern, die immer rumfliegen, nur. Was ist denn hier für ein komisches? Das ist ein Fahrstuhl oder was? Keine Ahnung. Was für ein Symbol für Katze ist. So, warte mal. Das war das hier, oder? Kann ich das hier schon mal bedienen? Bestimmt nicht, oder? Nee, da müssen, glaube ich, zwei an sein. Kann das sein? Weil da so zwei grüne Kreise sind. Okay, alles klar. I see. Nein, ich wollte. Ich wollte nicht normal drücken. Ja, ist gut. Ich bin nicht dumm. Okay, und bei dem hier, bei dem Hauptstory-Ding, sind dann bestimmt drei von den Kreisen, oder? Ja, guck mal, alles klar. Da kann man sehen, wie viel man braucht, um weiterzukommen. Und was ist hier drüben? Auch zwei, okay, alles klar. Ja, aber es macht, denke ich mal, keinen Sinn, runterzukommen, wenn man zwei hat. Einfach, wenn man alle drei hat, kommt man wieder runter. Das ist, denke ich mal, das Sinnvollste. Okay, gut zu wissen. Kann man hier auch irgendwas sehen? Weil hier muss ja auch irgendwas noch sein. Irgendwie. Ganz seltsam. Verstehe nicht, wofür das da sein soll, ehrlich gesagt. Der drüben war kaputt, genau. Falsche Richtung. Bin ich gerade voll über die Luft gelaufen, bin nachher mit ihm, war das klar. So. Hier war ich ja überall gerade eben schon. Dann gucken wir mal hier weiter, würde ich sagen. Hier sonst nichts weiter, okay. Okay, hier ist einfach nur. Achso, hier ist. Okay. Gar kein Weg. Das heißt, ich kann bloß hier lang, alles klar. Ist aber schon ganz cool hier, muss man sagen. Ich mag den Ort irgendwie. Anfangs erschien er so ein bisschen verwirrend, aber eigentlich ist er ganz cool, muss ich sagen. Also halten wieder. Ach ja. Ist halt so unnötig einfach. Und Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Ja, ist mir schon aufgefallen, Cloud. Hält mich doch raus, oder? Hoffe ich. Da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Ich glaube, sie versuchen ihre Sorgen eher zu überspielen. Indem sie halt einfach miteinander reden, ganz normal. So wie es Jesse im ersten Reaktor gemacht hat. Guck mal, da ist eine Materia. Warum ich da rankomme. Keine Ahnung. Der scheint jetzt zu gehen. Komme ich mit dem dahin? Nö. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Die Welt braucht nur eine Sonne, die echte. Shinras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Das ist aber wahr, würde ich sagen. Weil
Ja. Durch das künstliche Licht. Das ist ja kein echtes Sonnenlicht. So, das ist einfach. Kann ich da irgendwie hinfahren zu der Materia? Ich will die halt haben. Wie kommt man. Da unten ist die blaue. Oh, das ist doch alles dumm. Das Spiel triggert mich voll, indem es mir diese Materias zeigt und ich einfach nicht hinkomme. Voll gemein. Warte mal, hier waren wir doch schon mal, oder? Warte mal. Ach so. I see. Aha. Okay. Okay, das ist ganz cool eigentlich. Warte mal, so. Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Da muss ich hin, scheinbar. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Dann gehe ich erstmal hier rüber, weil das ja scheinbar Bonus-Zeugs ist dann, oder? Ich habe keine Ahnung, wir gucken einfach mal. Weil zumindest ist es auf der Karte halt kein weiterführender Weg, sondern einfach nur... Alles klar, Barrett. Jedenfalls ist hier auf der Karte halt kein weiterer Weg eingezeichnet, deswegen. Gucken wir mal, ob es hier irgendwie... Ob jetzt hier Ende im Gelände ist quasi, ob hier einfach nur eine Sackgasse ist. Das wäre halt sehr schön für meine Orientierung. Ah, hier ist einfach nochmal Heilraum, scheinbar. Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Kann ich... So komme ich eventuell an die Materie ran. Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Oh Gott. Alles geben. Ja, cool. Oh Gott, Hilfe. Okay, ich glaube, das schaffen wir nicht. Kann das sein? Nein, ich Analyse. Hallo, kannst du bitte auf... Was war nochmal deren Schwäche? Eis. Kann Barrett mal auf diese dämlichen Laser gehen? Ja, das wird nix. Ja, was? Nein, nicht, das war falsch. Ach, egal. Ja, was heißt das jetzt? Kann ich jetzt hier was machen? Ventilationssystem derzeit in Betrieb. Entsperrung. Okay. Oh Gott, das ist halt alles so dumm einfach. Vor allem wie viele Gegner hier einfach... Ah, es ist so eklig. Oh Gott, wie riesig das einfach ist. Es ist halt schon so ein bisschen eklig, als ich gesagt habe, okay.
Gib mal her. Die Musik einfach. Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilators. Ja, ist gut. Sind jetzt die Gegner auch wieder da? Natürlich sind die wieder da. Uff. Und weiter. Genug. Aber es sind jetzt andere, oder? Weil das sind ja jetzt nur die kleinen Viecher. Nein, Quatsch. Das waren das jetzt alle? Dein Sieg ist ein ja, scheinbar. Sehr gut. Okay. Hat das Spiel so mir gecheckt von wegen, hat er erst so schlecht? Machen wir jetzt hier andere Gegner rein oder was? Sperre aufgehoben. Zugriff autorisiert. Egal, wie auch immer. Einmal kurz heilen. Jetzt können wir hier hinten lang. Und hier ist die Materia. Ahahaha, okay. Was haben wir jetzt hier Schönes? Eine Beschwörungsmaterie auf jeden Fall. Gib mal her. Chocobo Mokri! Materia? Wunderschön. Frag mich, was da für eine Esper drin steckt. Ich auch. Geil! Das ist ziemlich cool. Die hat man ja eigentlich im Original erst auf der Chocobo Farm bekommen. Und ich finde es auch seltsam, dass die hier random in irgendeinem Lüftungsschacht liegt, aber okay. Hauptsache, wir haben die jetzt und ja, deswegen bin ich da voll mit zufrieden. So. Wir heilen uns mal ganz kurz hier auf der Bank. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen, für ein paar Minuten. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch für heute. Musik, ey. Voll gut. Deswegen spielt die hier, weil wir jetzt die Chocobo-Materia bekommen haben. Cool. Ziemlich episch auf jeden Fall. So, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder hier zurück. Das ist zumindest der Plan. Ob der funktioniert, ist die andere Frage. So, da sind die Shinra-Kisten gerespawnt, scheinbar. Ich würde halt heute noch ganz gern den anderen, Dings einfach finden, aber ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Weil ich habe jetzt auch noch was anderes vor. Deswegen. Der letzte Strahler war ein ganz schöner Umweg hierher, was? Ja. Hier haben wir keine Wegmarkierung. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja. Wie Biggs wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind? Er macht sich immer so viel Sorgen. Ja, wenn irgendwelche komischen Geistermonster angreifen, würde ich mir auch Sorgen machen. Also, es ist halt auch irgendwo logisch. Ich meine, wenn er sich immer Sorgen macht, ja, okay, aber ich meine halt nur so. Okay, die Leiter scheint ein Bonusweg zu sein. Oder? Was soll das werden? Ein Ausflug? Naja, ich bin mal so. Scheinbar, wenn Barrett schon sowas sagt, wird das hier wohl nicht der richtige Weg sein. Wir gucken mal. We take a look. Ist noch irgendwas? Nee. Ganz, ganz. Bla. Jetzt wird ausgetauscht.
Mit größtem Vergnügen. Oh, nicht das Ding schon wieder. Was wollte ich vielleicht noch mal? Eis, okay. Mach mal, ich geh mal auf tiefer. Hier. Dann machen wir die Entfesselung. So, nochmal die Entfesselung. Aua. Nicht Phönixfeder. Ich kann doch gar nichts machen. Ich schlage zu und das Spiel so nähe. Schrei nicht so, Barrett. Uff, Mann. Ich hasse diesen Gegner. Vor allem, weil du einfach teilweise nichts dagegen machen kannst. Was kann ich dafür, wenn ich außerhalb der Kamera angegriffen werde, was ich nicht sehen kann? Nein, nicht beschwören. Oh Mann, ey. Oh, kotzt der Scheiß manchmal einfach an. Echt, sorry, aber es ist halt so. Das Kampfsystem ist echt cool, aber die Kamera ist einfach nur anstrengend. Ich hoffe, dass sie da im nächsten Teil des Remakes noch ein bisschen was anderes einfügen werden. Und die Kamera ein bisschen besser einfach machen werden. Mann. Ach ja. Macht schon Spaß. Aber nach dem Kampf, wir werden den Path of Force beenden, würde ich sagen. Ja, bitteschön. Mann, was kann ich denn dafür, wenn ich das Ding immer unterbricht? Es kotzt einfach nur an, teilweise, ohne Mist. Gut. Keine große Sache. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier für heute Schluss. Im nächsten Part sehen wir uns das Gebiet hier weiter an. Mal gucken, was wir noch so finden. Bis dann und ciao, euer V-Road. Tschüss.